insult to injury, I can still hear ticking talk. Casio, please don't be. Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin jetzt gerade unterwegs zur Tankstelle. Meine Tank voll machen, denn ich komme noch genau 14 Kilometer. Und dann werde ich mich mit dem lieben Yamako treffen und mit seiner Freundin, der Mrs. Yamako. Und dann werde ich euch eine kleine Probefahrt von seiner R1 machen. Ihr könnt ja mal bei den Zweien vorbeischauen. Ich habe sie euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die beiden machen gerade zusammen eine Deutschlandtour, so wie ich es gemacht habe. Und sind jetzt gerade bei mir in der Umgebung. Und da dachte ich mir doch, wieso fährst du nicht zu den zwei hin? Kennen tut man sich, aber sehen tut man sich jetzt so das erste Mal. So, dann tanken wir jetzt mal ganz geschwind. Merci dir. Servus. Dir. Ciao. What the fuck? Endlich. Ich hab den Schlüssel nicht reingekriegt. Ich muss meinen Kopfhörer. Der ist so auf Zug. Servus. Ah, der Helm war cool. Ah, so, jetzt sitzt mein Kopfhörer besser. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Meine Spiegelabdeckungen sind endlich da. Und ich finde die richtig nice. Ja. Ich glaube, ich habe die nicht richtig festgemacht. Sehe ich gerade. Oh, Kacke. Die hängen so halb raus. Ist nicht gut. Ich hoffe, die fliegen mir nicht weg. Es sind die von der HP4 oder für die HP4. Ich fahre leider keine HP4, aber die Maschine ist sowieso baugleich. Also von dem her, alles was auf eine HP4 passt, passt auch auf meine. Oh, und ich brauche endlich eine neue Lederkombi, ohne Scheiß. Ich habe hier so ein riesengroßes Loch vorne drin. Und ich will kein Geld mehr in die Kombi investieren, weil es das echt nicht wert ist, weil die sowieso wieder nach zweimal Anziehen kaputt geht. Ich habe meinen Reißverschluss nämlich schon mal wechseln lassen für verfickte 50 Euro. Und der hat genau drei Wochen gehalten, danach war er wieder kaputt. Ja, ich finde aber die BMW jetzt, wenn die Spiegel wechseln, einfach so sexy. So diese, ich sage jetzt einfach mal Cockpit-Ansicht, weil das Ding ist einfach wie ein Flugzeug, das hebt instant ab. Die ist einfach mega geil und das mit diesen Spiegelabdeckungen vorne drauf. Sind die jetzt wirklich nicht richtig drauf, oder? Aber ich kann sie verschieben. Ja, uncool. Naja, wie dem auch sei. Die Schrauben hier vorne müssen noch in einer anderen Farbe. Werde ich mir jetzt dann auch demnächst bestellen. In Gold. Hier wurde ich, by the way, letztens aufgehalten von der Polizei. Ich bin jetzt hier dran vorbeigefahren und da vorne stand ein Bus. Und ich dachte, ich komme zwischen der Verkehrsinsel und dem Bus durch. Es hat leider nicht geklappt. Hi! Da freuen sich die Kinder. Auf jeden Fall wollte ich da vorne zwischen Verkehrsinsel und Bus durchfahren. Habe es leider nicht geschafft und stand dann quasi hier neben der Verkehrsinsel oder davor und wollte warten, bis der Bus wegfährt. Und in dem Moment kommen hier von rechts die Polizisten, biegen ab, bleiben neben mir stehen und so, ja, bitte einmal hier in die Tankstelle rein. Und ich bin so, oh nein. Ah, Rest der Story kennt ihr, ja? Zumindest wer meine Videos verfolgt, kennt den Rest der Story. So, jetzt hier rechts. Und dann haben wir auch schon freie Bahn mit Marzipan.
Oder auch doch nicht. Ach du Scheiße. Bitte nicht. So, aber den ziehen wir jetzt einmal. Ah, ich liebe 1000 Kubik, ohne Scheiß. Man ist einfach sofort an den Autos oder Lastwagen vorbei und kann in Ruhe weiterfahren. Ohne Witz, pack doch dein scheiß Handy weg, Junge. Chillt der Taxifahrer am Handy, Mann. Was ein Sack. Servus. Ah, ich muss mein Mikrofon mal richtig hinrichten. Oh Scheiß, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nein! Meine Spiegelabdeckung vibriert sich runter. Fuck! Scheiße! Kacke! Fuck, ich kann hier auch nirgendwo anhalten. Nein! Bitte fall nicht runter, Schraube. Bitte nicht! Bitte bleib dran! Ich muss jetzt da vorne. Komm, das hältst du noch durch bis da vorne. Bleib dran. Komm schon. Ey, das ist gerade echt so ein Spiel mit dem scheiß Feuer, ne? Fuck. Oh gut, sie ist noch dran. Oh Gott. Scheiße. Zum Glück habe ich das rechtzeitig gesehen, Mann. Sonst wäre die sofort weg. Heute erst angekommen und dann sofort verloren, Mann. Nice. So, ich hoffe, ihr seid jetzt fest genug. Digga, ey, das wäre so scheiße gewesen. Heute erst angekommen, richtig gefreut, dass die Dinger da sind und dann erstmal verloren. So, wir sind jetzt gleich beim McDonald's. Bin mal gespannt, ob die schon da sind. Ach, fahr doch! Meine Fresse! Krieg ich die mit 20 aus dem Kreisverkehr? Wir fahren jetzt noch eben Moped holen. Ihr Moped? Ja, ist fest. Die Bremse, wenn es geht, nur hinten bremsen, weil vorne die Beläge relativ unten sind. Wenn du irgendwie stark bremsen musst, kannst du vorne ziehen. Also der bremst vor, wenn du vorne bremst, bremst der hinten automatisch mit. Ja, du willst bei mir mitfahren? So, meine Lieben, ich fahre jetzt die A1 von Yamaco. Hinten bei mir drauf sitzt seine Freundin. Wir fahren jetzt noch kurz ihr Motorrad holen. Ich fahre in der Yamaha 1 RN09. Gedrosselt auf 48 PS. Oh, aber der Sound von der 1 ist nice. Und die schießt richtig geil. Ja, es ist eine etwas ältere Maschine, sprich sie hat nicht so viel Elektronik. Die Sitzposition bei der 1 ist eigentlich voll okay. Also man liegt jetzt nicht so brutal im Handgelenk. Ich werde gleich mal, wenn seine Freundin hinten runter ist, werde ich die Maschine mal etwas mehr testen können. Dafür, dass die R1 so ein altes Baujahr ist, ist sie relativ wendig. Wie gesagt, sie hat keine Traktionskontrolle, kein ABS. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich über die Maschine sagen soll. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht informiert im Vorfeld. Ich habe jetzt gerade auch nicht im Kopf, was hier für ein Auspuff an der Maschine verbaut ist. Aber man merkt, die 48 PS drosselt schon richtig hart, also wirklich. Thank you.
Auspuff ist ein MIF, by the way. Oder MIF, je nachdem wie man es aussprechen will. Ihr habt es ja gerade gesehen, also das war jetzt der dritte Gang und die Maschine kommt einfach nicht vorwärts. Also mit 48 PS ist das schon Horror. Also da ging meine BMW bedeutend besser und die hat mehr Leistung. Eine Sache nervt mich doch etwas an der Maschine und zwar vibriert sie relativ stark an den Händen. Also optisch muss ich sagen, ist die R1 nicht so mein Fall. Aber für das Geld und für das Baujahr geht sie voll in Ordnung. Also wenn man eine günstige 1000er will. Sind denn die? Ah, kann ich euch jetzt mal kurz das Bike zeigen, wenn nichts kommt? Wo bleiben's denn? Geht schon? Die haben vorbeigefahren, aber die haben gesehen, dass wir da stehen. Ist nur die Frage, wo die umdrehen. Alter! Geile Fall! Hä? Geile Fall! Tausch mal wieder! Können wir machen! Ah. Alter, das ist richtig warm, wenn man gerade standen wieder. Ja. Die wird die Bestie Ultra raus. Oh, sorry. So, ich sitze jetzt wieder auf meiner BMW. Also dieser Leistungsunterschied ist ja enorm, ey. Also bei der A1, die Drossel, die hat so krank abgeriegelt. Also man konnte das Gas wirklich so drehen und es ging nichts. Er knallt da vor sich hin. So Leute, mir ist leider die Kamera ausgegangen. Zu 10 Sekunden, bevor ich die Verabschiedung gemacht habe in dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefällt. Und dann sehen wir uns auch sehr bald wieder im nächsten Video. Und bis dahin, stay tuned und peace out. I've been sold to injury, I can still hear tick and talk. Casio.